14. Februar, Valentinstag. Für manche, insbesondere für so manche Frau, ist auch dies nur ein weiterer Tag, an dem sie in der Beziehung und in den eigenen vier Wänden mit körperlicher Gewalt konfrontiert wird. Beinahe jede dritte Frau hat in ihrem Leben schon einmal Gewalt erfahren. Die Aktion One Billion Rising will auf diese Fakten aufmerksam und den Betroffenen Mut machen, sich der Gewalt entgegenzustellen. Zum fünften Mal setzt auch Neubrandenburg auf diese Weise ein Zeichen gegen physische und psychische Misshandlungen. Ja, One Billion Rising ist eine weltweite Aktion und man hat hier gerade den Valentinstag gewählt, den 14. Februar, weil an diesem Tag gibt es halt nicht nur die Liebe, sondern es gibt auch viel Ungerechtigkeit in der Welt. Frauen werden psychisch und bedroht, misshandelt und das wollen wir eben an diesem Tag sichtbar machen. Das Mittel der Wahl, um den Protest gegen häusliche Gewalt zum Ausdruck zu bringen, ist hier der Tanz. Schon im Vorfeld wurde an zwei Abenden die perfekte Choreografie trainiert. Vor Ort geben professionelle Tänzerinnen den Takt vor und sorgen dafür, dass auch Kurzentschlossene in die Schrittfolge finden können. Mit Musik und Tanz gemeinsam auf- und einstehen für Veränderungen. Der Tanz ist einfach eine ganz tolle Ausdrucksform. Ich habe selbst als Kind, als Jugendliche 11 Jahre auch getanzt. Und dieses Tanzen hat für mich bewirkt, dass ich dadurch wirklich selbstbewusst geworden bin, dass ich ein gutes Verhältnis zu meinem Körper auch entwickelt habe. Und das ist einfach auch etwas, wo Frauen sich auspowern können und auch Gefühle ausleben können. Von daher finde ich, ist Tanzen ein ganz tolles Mittel und passt sehr gut zu diesem Thema. Trotz bescheidener Wetterbedingungen schlossen sich auch in diesem Jahr etwa 100 Teilnehmer der Aktion One Billion Rising an und schoben das Thema Gewalt hinter der Wohnungstür wieder zurück in die Öffentlichkeit.